Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play vom Pixelmon Mod. Das letzte Mal haben wir hier einen Fukano geholt. Schauen wir es mal an. Status ist okay, ja, das ist klar. Flashfire. Okay, Feuerattacken sind stärker. Ich möchte noch kurz schauen. SP Attack, oh, das ist ein schlechtes. Nun gut. SP-Attack ist natürlich das Wichtigste. SP-Defense ist eigentlich nicht sehr wichtig. Schon ein bisschen wichtig als Verteidigung, aber. Das ist halt. Jetzt ein bisschen blöde, aber wir müssen es ja nicht immer haben. Wenn wir dann wirklich starke Kämpfe haben, dann können wir dann auch ein anderes Pokémon nehmen, das ein bisschen stärker ist. Ich lasse den Tipp. Ich will es jetzt nicht. Einfach weglegen oder so. Nicht mehr benutzen wegen diesem Typ. Das ist sowieso auch in den normalen Spielen völliger Blödsinn. Wegen eins niedriger und das andere eins höher geht die Welt nicht unter. So. Gut. Oh, schaut euch mal. Mann, ich will das machen, dass man die Sachen bekommt. Das müsste ich dann. Das müsste ich dann einstellen. Irgendwann haben wir dann den Helm hier. So. Ja, heute möchte ich mich noch hier ein bisschen erkunden. Und dann in die Mistcraft-Welt gehen oder so. Ja, und die Farm machen wir dann auch noch. Was war das? Schade. Das war irgendwie ein Aerodactyl oder auch wieder ein Panzeraeron. Aha, unsichtbar. Black Glasses. Jetzt weiß ich nur nicht, wie was man damit machen kann. Aber ich denke irgendwie. Mareep. Ich denke mal, es verstärkt irgendwelche Unlichtattacken, genau. Ich glaube, es verstärkt Unlichtattacken. Tut mir leid für den halben Rübse. Oh, ein Plassel. Ja, schöne Beehive. Das ist die neue Art der Bienen. Sie bauen den Bienenstock im Baum drinnen. Oder dazwischen. Oh. Feuerstein, sehr schön. Mal gucken, wo der Eingang ist. Hier drüben. Ja, hier haben wir nichts zum Mitnehmen. Na. So. In welche Richtung? Müssen wir jetzt. Diese Richtung, glaube ich. Ah, das ist so ein Stein. Damit kann man irgendwelche einen Moos-Evoli machen. Leafiano, das heißt auf Englisch. Ein Pokéball. Nein, nein. Aha. Er ist Mütze. Ja, ein Skin könnte ich dann auch mal machen von einem Pokémon-Trainer oder so. Ja, am besten noch ein Hühnchen auf dem Kopf. Wieso nicht? So, dann schauen wir mal. Das Level 11, den schaffen wir nicht. Leider. Bayleaf, das ist, nach Endivia. Das zweite, die erste Entwicklung. Ja, dann gehen wir zurück. Oder gehen wir kurz hier rein. Oh nein, wir gehen zurück. Das können wir noch mitnehmen. So. Also, dann kümmern wir uns um die Pokébälle, wenn die dann schon reif sind. Aber die werden wahrscheinlich noch lange nicht reif sein.
da teleportieren. So. Diese Bequemlichkeit machen wir, weil wir sehr weit weg sind. Gut, zwei haben wir hier. Ja, ich brauche eine zweite Kiste unbedingt. Dann machen wir mal eine zweite Kiste aus dem normalen Holz. So. Dann daneben. Hier machen wir zum Beispiel mal alles. So Sachen, die nehmen wir raus, die pflanzen wir an. Nein, nicht Äpfel. Einfach nichts Grünes halt. So. Ja, die Pilze können wir eben tun. So, dann nehmen wir mal raus, was halt nicht so grün ist. So. Reinlegen wir das Grüne. Gut. Dann nehmen wir hier rüber die Sachen mit dem Nicht-Grün. So, und dann pflanzen wir an. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo die Weißen waren. Ah, die Weißen haben wir noch nicht, gell? Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Rot, Grün. Haben wir nicht? Ja, dann ist Grün hier. So. Eines wächst hier schon. Ein bisschen Licht geben. Jetzt brauchen wir hier ein paar Zuckerrohre. So. Und machen jetzt das mit dem Mistcraft. Und zwar brauchen wir Eisen, Holz, 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 Holz. Da. Holz, Eisen, Bugbinder. Dann brauchen wir Tintenfässchen. Jetzt brauchen wir Glas. Glas brauchen wir. So. Dann brauchen wir Blätter, Papier. Wir brauchen Leder. Inksex brauchen wir auch. Federn. Leder. So. Ja. Was könnten wir noch gebrauchen? Ein bisschen mehr Holz. Die Bücher brauchen wir noch. So. Also Glas. Fässchen. Inksäckchen zu... Oh nein, das geht noch nicht. Die müssen wir füllen. Nein, alle. So. Dann gehen wir da rein. Dann craften wir die so zusammen. Haben dann Inkvial. Und das machen wir hier. Das machen wir wieder wie ein Tisch. Die Feder machen wir hier. Nein, das Leder. Das Papier. Was ist das gewesen? Einfach ein Coffee Table. Ja, wie geht es schon wieder? Da das Papier, da die Feder. Der Inksack. Dann schauen wir mal. Bibliocraft. Da, ein leeres Glasbottle. Okay. Dann müssen wir da noch eins machen. Das ist jetzt aber anders. Das ist eine andere Version. Oder was? Writing Desk. Wir brauchen glaube ich noch einen Tisch, aber wir tun jetzt das mal hier hin. Nein, nicht so. Ja, okay, so. Nein, so nicht.
so neben dem Bookbinder. Genau, dann mache ich noch ein paar von diesen Bookstands. Es ist sehr wichtig. Einen tun wir hier hin, einen nehmen wir mit und den zweiten tun wir auch hier hin. So, wuff. Gut, da müssen wir noch nichts machen. Da müssen wir die Tintensäcken müssen wir hier. Nein, irgendwie Papier müssen wir hier reintun. Da das Leder. Da oben. Da müssen wir doch Tintensäcken. Ja. Okay. Tja. Wie geht das schon wieder? Okay, so geht's mal nicht. Dann brauchen wir nochmals einen Tisch. So, und zwar Mist. Genau, Mistcraft. Wir brauchen. Hä? Das ist dann wahrscheinlich eine andere Version. Inkmixer brauchen wir. Aha, Inkmixer brauchen wir. Gut, das weiß ich, wie das geht. Dazu brauchen wir ein bisschen Stein. Was? Nur so wenig Stein? Ah, Mist. Ja, ja. Wo ist der Keller? Die Höhle. Irgendwo war hier doch eine Höhle. Ja, zum Beispiel hier. Wir brauchen mehr Stein. Wir brauchen mehr Stein. So, das reicht. Gut. Also, es gibt richtig coole Sachen noch zu machen. Jetzt ist gerade Mistcraft dran. Damit die Welten haben, wo wir einfach alles kaputt bauen können. Da drüben müssen wir das reintun. So, brenn doch bitte. Gut. Ink müssen wir in die Mitte tun oder normale Fläschchen. Wir werden es schon irgendwie schaukeln. Aber das geht ein bisschen langsam. Machen wir mal hier. Heile, heile. Machen NII ab wieder. So. Damit es nicht nervt. Okay, sonst haben wir nichts mehr in den Öfen. So, schauen wir mal, was wir für eine Welt dann spawnen. Die Anfangswelten sind zufallsgeneriert. Da kann etwas ganz Böses rauskommen. Die Bücher. Genau, wir brauchen schwarze Seiten zuerst für die Bücher. So, dann machen wir das mal. So. So. So und so. Genau. Toll, das haben wir. Im Inkmixer macht man das. Und zwar. Nein, nicht Buch. Feder kommt irgendwo hier hin. Die Inksäckchen kommen hier hin. Ah. Oh. Leder. Leder kommt hier. What? Ja. Papier. Papier ist es nicht, Leder. Ja, toll, haben wir jetzt eins zu. Nein, wir haben drei. Immerhin ein bisschen Papier. Das andere Papier haben wir alles in den anderen reingetan. Ach komm schon, Crafting Table. Ich freue mich drauf. Es gibt so geile Welten.
Gut, das hier. Ja, das hier mal. Da oben Läden, nein, Fäden. Es kommt oben Leder. Kommt doch Leder. Irgendwo ist Leder. Muss denken. Was kommt oben links? Da kommt doch Inks-Ding. Ein Kalamari kommt hier. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was fehlt denn noch? Ja, sehe ich nicht so. Die plausibelste Lösung wäre Buch. Lady ist doch hier oben. Wasserbottel. Ja, von mir aus. Ich mache jetzt hier irgendwo einen See. Da hinten. So ein unbegrenzter Mana-Pool, Wasserpool. Unbegrenzter Mana-Pool brauchen wir. Wir sind die Mana-Geister. Die Magicken. Ist aber gar nicht ganz richtig. Jetzt Wasserfläschchen. Das geht. Und dann hier oben Tinte oder so. Wie denn? Das ist auch das Falsche. Ich komme nicht, das sind Misskräfte. Ja, es ist so kompliziert. Also es ist. Es ist so, wie soll man sagen? Mühsam irgendwie. Recht mühsam. Ah, hier. Hier ist es. Und was dann hier unten? Ein Buch. Ja, was kommt jetzt hier unten? Noch Leder. Bla, geht nicht. Ja. Was fehlt uns noch? Was fehlt uns ja? Eigentlich doch Leder oder so. Ich weiß nicht, kommen wir jetzt noch nicht dazu oder was? Müssen wir eine Seite rausnehmen, genau. Wir müssen ein paar Seiten rausnehmen. Die Seiten müssen wir hier rein. Genau. Black Page. Ah, Blank Page. Ja, und jetzt? Wie kommt man die schwarzen über? Da müssen wir die Schwarzen reintun, deshalb. So, und wie bekommen wir jetzt die Schwarz? Hier auch nicht. Ich weiß es nicht. Es fehlt noch irgendwas. Es fehlt noch was. Mist. Mischtkräft. Ich brauche ein Deskriptivbuch. Das brauche ich und das macht man aus Leder und irgendwas noch. Dann nehmen wir das Leder hier raus. Das Papier raus. So.
so Leder mit Inkwall. Mit Seiten. Irgendwie so. Kann man das nachschauen? Mist. Ja, ja. Wir haben ein Problem. Ein kleines, kleines Problemchen. Bug, Fäden. Fäden ist mal drin. Blatt Papier. Leder. Ah, nein, das ist ein normales Buch. Ach, Menno. Es ist mühsam mit diesem Mod. Er ist recht kompliziert, aber dafür echt geil. Was könnten wir noch gebrauchen? Wie macht man das Buch? Irgendwie macht man das Buch. Irgendwie macht man das Buch. Link Modifier haben wir noch nicht. Können wir nicht herstellen. Ah, la 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 la. Writing Disk. Ja, dass man es braten kann, ist klar, aber das herzustellen. Tja. Probieren wir hier wieder weiterzumachen. Blank Page, das ist gut. Hier kommt Papier rein. So, hier hätten wir es. Wir bekommen das nicht raus. Das ist noch die alte Version von Miscraft, oder nein, die neue Version von Miscraft, die hat sich wieder geändert. Seit der alten, die ich benutze. Ja. Das ist Kaka. Jojo, heute ist es schlimm. Da kommt mal das. Dann kommt doch irgendwo den Insek hin. Ich weiß es nicht. Ich muss mich damit auseinandersetzen, dann gibt es eine nächste Folge ist die Welt. Dann machen wir mal das mit dem Sortieren hier und tun die Sachen mal hier rein. Dann haben wir die wenigstens nicht im Inventar. So. Und machen etwas Spannendes wieder. Zum Beispiel hier mal einmal wegmachen. Ein Ei weg. So. Ja, toll. Wir haben ja ein bisschen Weizen. Wir brauchen aber noch mehr für die Tiere. Also, dann heißt es Holzfällen. Und Tier züchten. Ach, ich mag den Three-Captain-Mod nicht. Vergesse ich immer.
dass ich unten abbauen muss. So. Gut, da haben wir noch ein paar. Ich möchte die gerne anpflanzen wieder. So, haben wir ganz viele. Können wir ganz viele anpflanzen. So. Ja, der hat hier auch noch einen. Und so viele gibt. Gut. Ja, haben wir genug. So, dann. Da. 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 So. So, Delle. Gut, dann die rein. Die rein. Ja, die rein hier. So. Waypoints, Farm, Teleport. Genau. Also, wie machen wir das am besten? Irgendwo, was es recht viel Platz hat. Hier. Und zwar werden wir hier die Schafe züchten. Weil die Schafe Wolle geben und die Kühe wahrscheinlich nicht in der Nähe sind. Machen wir hier schon mal Schafe. Dann können wir endlich mal ein eigenes Haus machen. Ich mache die Sachen vom Pokémon Center dann natürlich hier hin. Und im Pokémon Center tun wir dann nur noch zum Beispiel ein bisschen anpflanzen oder so. Weil an zwei Orten können wir einfach nicht sein, ohne dass die Pflanzen, die wachsen nicht und so. Okay, machen wir im Pokémon Center alles mit Pokémon. Die Apococo können wir dort züchten. Und so. Und hier alles so mit anderen Mods. Gut. So. Das Wichtigste ist jetzt einfach, dass wir Baumaterialien bekommen. Ohne Wolle zum Beispiel können wir recht wenig bauen, weil die meisten Gebäude sind einfach in der Pokémon-Welt aus Wolle und da möchte ich schon ein bisschen mit Wolle bauen können. Ja, das reicht wohl nicht. Ich habe es ein bisschen zu groß gemacht. Ach, diese Mini-Arbeit. So, ja, es reicht, glaube ich. Ganz knapp reicht es. Ja, muss ich das schon fast hier rauf tun. Wo ist die Erde, wenn man sie braucht? So. Gut. Das hätten wir. Hier natürlich auch noch weg. So. Da können sie nicht mehr raus. Aber können auch nicht rein. Wo sind die Schafe? In welche Richtung? Da oben irgendwo. Muss ich sie hier durchlocken. So. Schade, wir haben keine Zeit mehr. Ich mache den Part ein bisschen länger. Stell hier ab. So. Oh, ein braunes Schaf sogar. Ganz viele. Sogar mit Perücke. Wo ist das braune Schaf jetzt? Ah, da drin. Hoch. So. Noch weiter. Hier hinten. Genau. Kommt ihr Schafis, ihr Schlaffis, Schafis.
Ja, und ein A-Bock ist im Ding drin, okay. Von mir aus. A-Bock, hau ab. Nein, Schaf, komm bitte hier, hierhin. Rein, rein! Rein, komm rein! Mist. So, also weiße Wolle brauchen wir vor allem. Weiß gegen weiß. So, weiß und weiß. Und braun und schwarz. Rassentrennung hier bei Pixelmon. Oh, das Ding will ich, das Galoppa. So, schöner Abschied von diesem Part. Dankeschön fürs Schauen. Hat mir richtig Spaß gemacht, ein bisschen herumprobieren und hier die Farm zu bauen, ja, sozusagen. Ja, in der nächsten Folge weiß ich dann hoffentlich, wie das Misscraft geht. Und dann besuchen wir eine neue Welt, vielleicht auch eine spezielle Welt. Es ist eben Zufall. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.